Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Willi Simon, Bergische Sage. Ein Schleifer hat Feierabend gemacht und geht nach Hause. Der Weg führt vom Tal durch einen Wald auf die Höhe. Unterwegs holt er einen Mann ein, der auf zwei Krücken daherhinkt. »Was ist mit dir?« fragt der Schleifer. »Gicht«, seufzt der Hinkende. Sie gehen, ohne zu reden, weiter. Da merkt der Kranke, dass der andere ein wenig zurückbleibt. Wie er sich umdreht, sieht er, dass der Schleifer vor einem jungen Baum steht und an der Rinde nagt. »Was ist denn mit dir?« fragt er erschrocken. »Ach, ich bin früher einmal von einem tollwütigen Hund gebissen worden. Und das steckt doch an. Da kommt das oft über mich, und dann muss ich alles beißen, was mir in den Weg läuft.« Der Kranke hört schon gar nicht mehr zu. »O Donnerkiel, wenn der bloß nicht«, denkt er erschrocken und hinkt eilig weiter. Da hört er den Schleifer auch schon hinter sich schnauben. Er hinkt noch schneller. Es wird ihm immer unheimlicher. Er lässt die Krücken fallen und läuft, was das Zeug hält. Plötzlich bricht hinter ihm ein brüllendes Gelächter los. Da sitzt der Schleifer auf einem Baumstumpf und schlägt sich vor Lachen auf die Schenkel. Als er mühsam, »Ich denke, du hättest die Gicht«, hervorstößt, merkt der andere endlich, dass man ihn zum Narren gehabt hat. Aber er ist doch nicht verdrossen gewesen, denn auf so billige Weise ist noch keiner sein Gebrechen losgeworden.